muss es schaffen. Diesen einen Block noch. Dann habe ich's. Dahinter liegt das Versteck von Mehmet. Wenn ich finde, was ich erwarte, dann ist die Zeit des Trampens ein für allemal vorbei. Jetzt der Stein, der kreisrunde Stein, er bewegt sich und... Ich lebe. Aber wo sind die Juwelen, die Perlen und Smaragde? Nichts. Nur dieses Licht, diese grünen Strahlen, sie hüllen mich ein. Junge Frau, darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, bitte. Sie sind keine Einheimische. Sie sind Ausländerin. Und wahrscheinlich aus Deutschland, wie ich. Mein Name ist Brunner, Jörg Brunner. Und was wollen Sie von mir? Brauchen Sie eine Auskunft? Oder soll das ein plumper Annäherungsversuch sein? Es sind doch genügend Tische hier im Restaurant frei. Ich möchte Sie nicht belästigen. Das heißt... Sie wirken irgendwie krank. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Deshalb, junge Frau... Ich heiße Claudia, Claudia Demel. Claudia, ein schöner Name. Er passt zu Ihnen. Haben Sie Durst? Hunger? Ich habe seit Tagen nichts mehr getrunken und gegessen. Ich lade Sie ein. Was möchten Sie denn essen? Etwas Anständiges, nicht einen solchen Zuckerkram, wie ich ihn hier auf meinem Teller liegen habe. Das ist Börek, nicht wahr? Oh, ich sehe, Sie kennen sich aus. Ein wenig, Claudia. Manchmal habe ich es gern gegessen. Wenn Sie mir einen Biss von Ihrem Gebäck erlauben... Aber Sie brauchen doch nicht eine angebrochene Speise von meinem Teller? Doch, ich möchte. Ich möchte nicht mehr viel essen. Es lohnt nicht mehr. Aber wenn ich etwas zu trinken haben könnte, einen Fruchtsaft vielleicht... Was meinen Sie damit, das lohnt nicht mehr? Dass Sie Geld für mich ausgeben. Die Sachen hier sind billig. Und wenn Sie nicht von mir eingeladen werden wollen, dann nehmen Sie das Ganze als eine Art Leihgabe. Wenn Sie zurückkommen nach Deutschland, können Sie mir das Geld zurückgeben. Weder das eine noch das andere ist möglich. So, da ist auch schon Ihr Apfelsaft. Wie meinten Sie das eben? Ich bin krank, Claudia. Ich werde den heutigen Tag nicht mehr überleben. Wie kommen Sie darauf, so etwas zu sagen? Ich hatte Mühe, überhaupt noch hierher zu kommen. Habe mich nach dem Weg in die unterirdische Stadt einer ehemaligen Christengemeinde... Sie meinen Nevşehir? Es gibt noch viele andere unterirdische Städte der Christen hier in der Türkei. Man hat sie nur bisher noch nicht gefunden. Eine davon liegt rund 30 Kilometer stromaufwärts von Lamas aus gesehen. Das Gelände dort ist unzugänglich und sehr felsig. Ich war dort und ich habe sie gesehen. Diese unterirdische Stadt birgt ein großes Geheimnis. Und ein gefährliches dazu. Es gibt dort nicht den Schatz, den der Janitschare Mehmet angeblich vor vielen Jahrhunderten zusammengetragen haben soll. Es gibt dort etwas anderes. Außergewöhnliches. Strahlend. Tödliche Strahlen. Die... Ich hole einen Arzt! Nein, nicht. Bitte keine Zeit verlieren. Kein Arzt der Welt kann mir helfen. Sie müssen eine Botschaft für mich weitergeben, wenn Sie nach Deutschland zurückkommen. In Frankfurt, dort, wo ich herkomme. Ja, natürlich, gern. Greifen Sie in meine Tasche. Da steckt ein Umschlag drin, auf dem eine Adresse steht. Die tödliche Strahlung kommt aus einem Kästchen, das nicht von der Erde stammen kann. Irgendwann hat irgendwer hier auf der Erde ein grauenvolles und tödliches Vermächtnis hinterlassen. Überbringen Sie den Umschlag mit meinen Angaben dem Adressaten. Die Entdeckung ist außergewöhnlich. Ich glaube, dass es alles noch schlimmer wird, jetzt, wo ich da war. Deshalb war es wichtig, dass
ich noch einmal aus diesem Loch rauskam, um... Der Umschlag. Nicht vergessen. Was ist mit ihrem Gesicht? Es schimmert grün. Und jetzt noch ihr ganzer Körper. Nein! Dieses gleißende Licht. Strahlen. Tausend nagelfeiner Strahlen schießen aus jeder einzelnen Pore dieses Mannes. Und sie treffen auch mich. Aber was passiert mit ihm? Er löst sich auf. Und jetzt liegen nur noch seine zerknitterten Kleider auf dem Stuhl. Und dieser Jörg Brunner erzählte Ihnen also, dass er in dieser geheimnisvollen Stadt, diesem letzten Zufluchtsort der Christen, rund 30 Kilometer hier von der Stadt war? Ja, ich glaube, er meinte dort einen Schatz entdecken zu können, den ein Janitschare namens Mehmet dort versteckt hatte. Aber statt des Schatzes entdeckte er etwas anderes. Ah, so, so. Und das wäre? Er erwähnte ein Gefäß, genau genommen ein Kästchen, das angeblich jene grüne Strahlung enthielt, der er schließlich zum Opfer fiel. Die ganze Geschichte ist voller Haken und Widersprüche. Ich kann sie einfach nicht glauben. Und was glauben Sie, Herr Kommissar? Soll ich ehrlich zu Ihnen sein? Aber natürlich. Tja, dann... Ich denke, dass sich hier jemand eine Lügengeschichte ausgedacht hat, um die Polizei in Bewegung zu bringen. Vielleicht denkt dieser Witzbold, wir hätten zu wenig zu tun, nachdem es in Lamas und Umgebung zu wenig Parksüchte gibt. Ich bewundere Sie, Kommissar. Ich bewundere, dass Sie das Ganze noch von der heiteren Seite nehmen. Hätten Sie gesehen, was wir alle hier im Restaurant gesehen haben, dann wäre Ihnen wie uns das Lachen vergangen. Ich sehe das alles noch ein wenig anders, schöne junge Frau. Haben Sie schon mal etwas von einer Massenhysterie gehört? Wollen Sie damit sagen... Ich bin als Polizist verpflichtet, einen Fall von allen Seiten zu berichten. Auch hier und gerade hier, wie mir scheint, ist es unerlässlich. Einer sieht etwas, meint etwas zu sehen, schreit los und alle anderen sehen das Gleiche. Aber Sie haben ja auch noch die Kleider des Mannes. Um die werden wir uns auch kümmern und sie sehr genau untersuchen. Besonders auf radioaktive Strahlung. Auf alle Strahlen, die wir kennen. Es gibt Strahlung, die tötet. Aber bis heute habe ich noch von keiner gehört, die einen Menschen völlig verschwinden lässt. Das wäre was für die Militärs. Eine Armee unsichtbarer Soldaten. Ich nehme an, schöne junge Frau, Sie haben mir alles gesagt, was Sie wissen. Ja, egal, was ich Ihnen noch sagen würde. Sie würden es mir ja doch nicht glauben. Ich stand am Steuer des kleinen, rot-weiß gestrichenen Motorbootes. Weit draußen hinter uns lag die Hyperborea, das eigenwilligste und einmaligste Schiff, das die Welt je gesehen hatte. Gesteuert von Kapitän Afos, dem Gesicht im Ring, hatte die Hyperborea Kurs auf die Türkei genommen. Wenn die Navigation stimmte, dann musste diese kleine Stadt, die an der Südküste der Türkei lag, Lamas sein. Immer dann, wenn wir, mein Freund Crash und ich, die Hyperborea verließen, mussten wir damit rechnen, dass unsere rätselhaften Feinde, die wir jagten und die auch uns jagten, uns in irgendeiner Form in die Quere kamen. Diese rätselhaften Feinde, es waren die unsichtbaren Schatten. Diese Schatten sind so alt wie die Welt und die größten Widersacher des Menschen. Sie spielen mit Leben und Schicksal der Menschheit. Die Schatten hatten den Menschen darüber hinaus einiges voraus. Sie verfügten über mehr und vor allem übernatürliche Sinne. So konnten sie zum Beispiel Ereignisse, die in der Vergangenheit wirklich stattgefunden hatten, wiedererstehen lassen. Somit wurden die Menschen aus dem Jetzt mit Problemen und Gefahren konfrontiert, die über ihr Verständnis und ihre Kräfte gingen. Die Schatten konnten immer und überall auftauchen und eine tödliche Situation hervorrufen. Sie waren mitten unter uns und hatten viele Spuren ihres Wirkens auf der Erde hinterlassen. Wie viele geheimnisvolle Vermächtnisse es auf der Erde gab, die wir Menschen als archäologische Rätsel behandelten, wusste ich nicht. Stündlich konnten wir auf ein neues stoßen. Aber eine Hinterlassenschaft war von besonderer Bedeutung. Sie nannte sich Palast der Stürme
und ich hatte in meiner Bibliothek in der Hyperborea inzwischen zahlreiche Hinweise auf eine solch geheimnisvolle Stätte gefunden. Auch Johnny Crash Barry und ich hatten mittlerweile einige dieser Plätze, die so bezeichnet wurden, gefunden und dort unwahrscheinliche Abenteuer erlebt. Nur der Palast der Stürme, der das Herz der Schatten und somit ihre verwundbarste Stelle war, hatten wir bisher noch nicht entdeckt. Momentan jedoch war alles friedlich. Das Motorboot tuckerte dem Strand von Lamas entgegen. Johnny saß auf der Rückbank des Bootes und las. Er las in seiner Lieblingslektüre. Marak, der Schlangenmensch. So, Crash, in ungefähr 5 Minuten sind wir da. Dann können wir Proviant und Frischwasser an Bord nehmen. Noch 5 Minuten. Bis dahin schmökere ich das Kapitel noch zu Ende. Sag nur, das ist ein Roman, den du noch nicht kennst. Erraten, Panther. Es ist der letzte. Leider. Da du schon ziemlich am Ende mit der Story bist, weißt du bestimmt auch schon, wie Marak den kugelbäuchigen Bestien entkommen ist. Ich nehme an, dass im Trog, in den sie Marak geworfen haben, ein Leck war und dass die ganze Brühe wegschwappte, ehe Held Schlangenmann darin landete. Du hast ansonsten ein paar gute Ideen, Ron, aber... Mit der Fantasie des Autors komme ich natürlich nicht mit. Das wolltest du doch sagen, oder? Genau. Marak kommt natürlich davon. Also, es liegt an Maraks Kostüm. Die Schlangenhaut. Die Schlangenhaut, die er trägt, die hat's in sich. Die Säure, die in dem Trog ist, kann sie nicht angreifen. Marak taucht also in die Brühe. Schön. Wenn er in der Tunke liegt und sie nicht ausdrängt, was macht er dann? Ich sag dir die Lösung. Die kugelbäuchigen Chicks, so heißen die Typen von dem anderen Stern, werfen Marak in die Säure. Und die Säure greift Maraks Fesseln an. Die sind sofort verschwunden. Die Schlangenhülle aber, in der Marak von Kopf bis Fuß drin steckt, ist dicht und wird nicht angegriffen. Marak kann im nächsten Moment Hände und Füße bewegen und das tut er. Das ätzende Zeug spritzt nach allen Seiten davon und trifft die Chicks, die sich um den Säuretrog versammelt haben. Plötzlich haben die schwarzen Bestien Löcher im Leib, die schnell größer werden und dann sind nur noch die Löcher. Und Marak springt aus der Wanne und verschwindet in der Dunkelheit und eilt einem neuen Abenteuer entgegen. Ich wollte, das wäre alles immer so leicht wie in den Marak-Romanen Crash. An jedem Ort der Welt muss ich damit rechnen, von Interpol und Captain Harold Martin von der LA-Mordkommission gejagt zu werden. Für einen Mord, den nicht ich, sondern die unsichtbaren Schatten begangen haben. Immer wenn wir mit Behörden zu tun haben, wird's mir ganz mulmig. Ich denke schon mit Grauen daran, dass wir in Lamas auch Geld bei der Bank abheben müssen. Hallo, schöne junge blondgelockte Frau dort oben. Wir sind fremd hier und können uns mit den Einheimischen nicht verständigen. Verstehen Sie mich? Yes, Sir. Wen oder was suchen Sie denn? Wir suchen eine Bank. Hey, Panther. Gleich neben dem Haus hier. Da ist doch eine Bank. Da am Fenster. Die Zeichen von Traveler und Eurochecks. Weiß ich doch. So wie ich's mache, macht man Bekanntschaften, kapiert. Da sind Sie hier genau richtig. Direkt neben diesem Haus ist eine Bank. Ah, ja, natürlich. Ja, vielen Dank auch. Manchmal hat man auch Tomaten auf den Augen. Kommt davon, Panther, wenn man sich etwas anderes ansieht, das zwar auch rund ist, aber trotzdem nichts mit Tomaten zu tun hat. Besten Dank nochmal und schade, dass unser Treffen nur so kurz war. Ganz schön frech. Aber ein smarter Typ, dieser Bärtige in dem rot-weiß karierten Hemd. Der kleine Blonde mit den Sommersprossen war wohl sein Freund. Die beiden sahen aus wie Abenteurer. Ja, das waren sie ganz bestimmt, Abenteurer. So wie Jörg Brunner. Ob ich seinen Brief doch öffnen soll? Da oben im Futter meines Koffers steckt er. Dieses geheimnisvolle Schreiben zieht mich wie magisch an. Klaus Hinrichsen, 6 Frankfurt, Friedberger Landstraße 128. Hey, was war das? Nichts. Niemand. Ich bin einfach zu nervös. Kein Wunder nach all den Aufregungen.
An der Tür. Ja, bitte? Wer ist da? Polizeichef Küsnü, schöne Frau. Würden Sie bitte öffnen? Küsnü will etwas von mir. Vielleicht hat er etwas bemerkt. Der Brief. Zurück in den Koffer mit ihm. Einen Moment. Ich muss mir erst etwas überziehen. Ich habe gerade gebadet. Einen Moment noch, bitte. Ja, lassen Sie sich nur Zeit. Ich habe Sie auch. Nanu, Sie kommen sogar zu mir ins Hotelzimmer? Gibt's denn noch Fragen? Ich denke, ich habe alles gesagt, was ich wusste. Ey, wie behandeln Sie mich denn? Ich behandle Sie wie eine Diebin. Seht euch um und stellt den ganzen Laden auf den Kopf. Sie sind nicht allein? Sie haben noch zwei Männer bei sich? Ich verstehe das nicht, Herr Kommissar. Was hat das alles zu bedeuten? Das alles werden Sie sehr schnell erfahren. Sie können uns die Arbeit vereinfachen, indem Sie gleich sagen, wo Sie es versteckt haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Und warum haben Sie mich eine Diebin genannt? Ich bin keine Diebin und ich verbitte mir... Hier ist, was wir suchen. Na komm, seien Sie her. Aber das ist ja ein Dolch. Ein türkischer Grunddolch mit Perlen und Smaragden besetzt. Die Klinge sieht aus wie aus purem Gold. Ja, es ging wohl alles so schnell, schöne Frau, dass Sie noch nicht mal die Gelegenheit hatten, das Prunkstück näher zu betrachten. Was soll das, Kommissar? Würden Sie mir bitte endlich erklären, was hier gespielt wird? Sie sind eine verdammt hartnäckige Person. Ich nehme an, Sie haben dieses kostbare Schmuckstück noch nie gesehen, oder? Korrekt, Kommissar. Sie stehlen nicht nur, Sie sind auch eine Lügnerin. Vielleicht ist Ihre Geschichte, die Sie mir über den Fremden, diesen Brunner, erzählt haben, auch nicht so astrein. Und Sie haben mehr damit zu tun, als es ursprünglich den Anschein hatte. Aber das interessiert in diesem Zusammenhang nicht. Es geht um den Dolch. Er ist ein Vermögen wert und Sie haben ihn gestohlen. Wann und wo? Das wissen wir noch nicht. Aber ich nehme an, dass Sie uns das erzählen werden. Darauf, Kommissar, können Sie lange warten. Wir haben Zeit, schöne Frau. Türkische Gefängnisse sind nicht sehr angenehm. Sie sind dunkel, unfreundlich und unbequem. Und es gibt Ratten in ihnen, sagt man. Ich weiß es nicht. Aber Sie werden ja eines von ihnen kennenlernen. Ich habe aber nichts gestohlen. Ich sehe diesen Dolch zum ersten Mal. Und wie kommt er dann unter die Matratze Ihres Bettes? Keine Ahnung. Ich mache meinen Studienurlaub hier in der Türkei und bin erst gestern hier eingezogen. Sie sollten vielleicht versuchen herauszufinden, wer vor mir dieses Zimmer bewohnt hat. Das ist nicht nötig. Sie wurden als Diebin telefonisch gemeldet und genau beschrieben. Ach, das ist doch verrückt. Ich habe mit all dem nichts zu tun, Kommissar. Sie verhaften die Falsche. Sie wurden sogar dabei beobachtet, wie Sie dieses Haus aufsuchten und den Dolch versteckten. Wer das behauptet, hat den Verstand verloren, oder? Vorhin kam es mir so vor, als würde jemand durchs Zimmer schleichen, Kommissar. Das klingt interessant. Haben Sie den Eindringling gesehen? Nein, das ist ja das Merkwürdige. Mir kam es so vor, als hätte mich ein Schatten gestreift. Halt! Stehen bleiben! Verdammt nochmal, konntet ihr nicht besser aufpassen? Los, hinterher! Ich bin unschuldig! Hilfe! Man will mir etwas antun! Ich bin unschuldig. Der Schatten muss es getan haben. Hilfe! Hilfe! Schau mal, Panther. Das ist doch das Girl von vorhin. Ja, und ein bulliger Kerl läuft hinter ihr her. Jetzt hat er sie eingeholt. Er packt sie und reißt an ihren Kleidern. Wart mal hier einen Moment, Crash. Ich glaube, da gibt's was für mich zu erledigen. Was ist hier los? Warum lässt du die Frau nicht in Ruhe? Da! Polizei! Nehmen Sie sofort Ihre Hände von unserem Boss, Mister. Und verhalten Sie sich ganz still. Polizei? Euer Boss? Mann, oh Mann. Ich dachte, hier schlägt einer am helllichten Tage seiner Freundin. Wir wollen zuerst mal wissen, wen wir vor uns haben, bevor wir etwas unternehmen. Durchsucht ihn. Ah, interessant. Sehr interessant. Eine Walter PPK und ein Dolch. Ich glaube, dich sollten wir mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Auf der Polizeiwache. Jetzt wird's brenzlig, Ron Kelly. Wenn Interpol mich auch hier in der Türkei sucht, und Inspektor Harold Martin ist sehr gründlich.
Crash, lass dir etwas einfallen. Denk an Marak, den Schlangenmenschen, dem auch immer eine Lösung einfällt. Sei mal wie Marak, Junge, und hilf uns, aus dem Knast rauszukommen. Osman Malidik, du bist ein Glückspilz. Die Tür zum Zimmer der blonden jungen Frau steht offen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese schöne junge Frau eine Diebin ist. Aber die Polizei wird schon recht haben. Und im Zimmer einer Diebin ist bestimmt noch was zu finden. Besonders dann, wenn die Polizei noch nicht richtig gesucht hat. Aber die mussten sie ja verfolgen. Sieht so aus, als hätte die Polizei doch schon ganze Arbeit geleistet. Wäsche, Kleider und alles durchwühlt. Nein. Da, Ohrringe. Gut. Ein Feuerzeug. Oh, da oben auf dem Schrank. Ein Koffer. Leer. Dein Futter ist etwas. Vielleicht Geld? Nur einen Brief. Fremde Schrift und da eine Schachtel. Klein und schmal. Aber sie ist mit Perlen und Smaragden besetzt und sie schimmert. Das muss Gold sein. Was war das? Nur das Fenster. Wind kommt auf, das gibt ein Unwetter. Der Wind bläst alles durcheinander, der Brief weg. Egal. Das war ein erfolgreicher Tag, Osman. Hat er mehr gebracht, als zu arbeiten. Und nun weg, nach Hause. Bevor er noch die Polizei auftaucht. Hier findet mich niemand. Hier in Osman Malidiks Haus wird niemand die Beutestücke der ausländischen Dieben suchen. Ein schönes Kästchen. Das springt auf. Aber was ist das da? Grüne, flache Punkte und jetzt Strahlen gehen davon aus. Grüne Strahlen. Ah!
Das vereinbarte Zeichen, das kann nur Hesnin sein. Ich bin's, Hesnin, und allein, niemand in der Nähe. Ich bringe etwas, was alle unsere Probleme auf einen Schlag lösen wird. Da, in meinem Beutel, am Gürtel ist es. Komm mit, Wächter, ich werde es allen auf einmal zeigen. Weiter unten auf unserem Versammlungsplatz. Hier, es ist dieses kleine Kästchen. Ein flaches, goldenes Döschen, verziert mit Smaragden und Perlen. Was soll das sein? Wie soll ein so kleines Ding uns alle schützen? Weil eine Kraft in ihm steckt, Ungläubiger. Ihr werdet es gleich sehen. Ist alles in Ordnung mit dir, Hesnin? Aber ja, blinder Alter. Was sollte nicht in Ordnung sein? Ist etwas anders als sonst? Du bist anders, Hesnin. So wie heute habe ich dich noch nie erlebt. Das ist auch kein Wunder, Borimann. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe etwas mitgebracht. Das Licht! Du wirst niemanden enttäuschen. Enttäuschung, Hesnin, wäre das größte Übel, das du diesen Menschen hier unten bringen könntest. Niemand wird enttäuscht sein. So bleibe ich denn an deiner Seite, damit ich alles besonders gut mitbekomme. Sag es mir, was ist es eigentlich, das du mitgebracht hast? Beschreib es mir, damit ich eine genaue Vorstellung davon habe. Gern, Alter. Es handelt sich um eine sehr kleine, wunderschön gearbeitete Dose. Sie ist flach, mit winzigen Perlen verziert und mit Edelsteinen. Die leuchten wie das Sonnenlicht. Von wem hast du diesen Gegenstand bekommen, Hesnin? Von einem Mann, der viel herumgereist ist und seltene Gegenstände sammelt. Ich habe von ihm erfahren, dass das Döschen schon auf der Welt war, ehe Christus geboren wurde. Es ging von Hand zu Hand und soll einer Königin gehört haben, die es verlor, als sie auf der Erde weilte. Auf der Erde weilte? Woher kam diese Königin? Und was war ihre Aufgabe, wenn sie nicht aus dem Himmel zu uns kam? Das kann ich dir genau sagen, Borimann. Die Königin hieß Scharka und kam aus der Welt der Schatten. Ich öffne jetzt dieses Döschen. Seht nur hinein in die grünen Strahlen, die aus ihm herausschießen, denn es wird die letzte Erfahrung eures Lebens sein. Danach gibt es nichts mehr. Ihr werdet sehen, woher die Schachtel kam. Das Licht, das euch entgegenstrahlt, enthält alle Informationen über die Ereignisse, die uns schon begegnet sind. Und diejenigen, die diese Ereignisse entgegennehmen, löscht es aus. Ist das nicht wunderbar? Hey, Borimann, schade, dass du das nicht sehen kannst. Das Licht, die Strahlen, alles ist grün. Und sie sterben wie die Fliegen. Du Verräter! Nichts wird von euch übrig bleiben. Nicht ein einziges Steibchen. Die Mordstrahlen aber, die ich euch im Auftrag meiner Herrin gebracht habe, werden zur Legende werden und nie vergehen. Sie werden immer und immer wieder denjenigen den Tod bringen, dieses kostbare Gefäß öffnen und etwas ganz anderes darin vermuten. Diese teuflische Kraft greift auch nach mir. Ich spüre, wie das Leben aus mir fliegt. Aber hier ist mein Stock und da muss es nicht stehen.
Der Blindenstock. Bobbymans Stock hat mich zwischen die Augen. Erklären Sie das mal, das, was hier auf meinem Schreibtisch liegt. Die Pistole und den Dolch. Ich bin viel unterwegs, will die ganze Welt kennenlernen. Wenn man alleine ist, ist man vielen Gefahren ausgesetzt. Leider gibt es unfreundliche Zeitgenossen. Da muss man etwas haben, um sich zur Wehr zu setzen. Aha, und dann schießen Sie auf Menschen. Ach, ich nicht. Wenn ich mich in Notwehr befinde, habe ich meinen Dolch. Und die Pistole? Es gibt auch wilde Tiere, Kommissar. Das soll ich Ihnen glauben. Es ist die Wahrheit. Ach, übrigens, wie heißen Sie?
Brown. Fred Brown. Brown. So, so. Na schön. Ausweisen können Sie sich ja sicherlich. Kann ich leider nicht. Was Sie auch wissen, Kommissar. Ihre Leute haben meine Taschen schon durchsucht. Ja, Ihre Ausweispapiere müssen verdammt klein geraten sein. Wo haben Sie sie denn? Zurückgelassen bei meinem Gepäck. Und wo steht das? In welchem Hotel? In keinem Hotel. Ich schlafe oft unter freiem Himmel. Ich habe mein Lager am Rande eines kleinen Wäldchens. Ja, schauen wir uns dann morgen ab. Jetzt, wo auch noch ein Sturm aufzieht, haben Sie es hier ja gut. Ein Dach über dem Kopf. Muss doch eine Wohltat für Sie sein, Brown, wenn man bedenkt, dass Sie sonst unter freiem Himmel schlafen. Sie sind ein hervorragender Lügner, Mr. Kelly. Ron Kelly? Ja, Kelly. Vielleicht haben Sie auch schon von mir gehört. Ich werde gesucht, weltweit. Und das, was ich verbrochen haben soll, ist weitaus schlimmer als das, was Sie getan haben sollen, Claudia. Es wird behauptet, ich sei ein Mörder. Aber Sie brauchen wirklich keine Angst vor mir zu haben. Selbst wenn man uns in eine Gemeinschaftszelle und nicht in diese zwei nebeneinander liegenden Einzelzellen gesperrt hätte, ich würde Ihnen kein Haar krümmen. Denn ich war es nicht, der Glenda Woolley ermordet hat. Andere haben dieses furchtbare Verbrechen begangen. Tja, und dann hat Kommissar Küsnü ein Funkbild von mir an Captain Harold Martin in Los Angeles abgeschickt. Ein Funkbild und eine Bestätigung meiner Beschreibung. Ron Kelly, 1,80 groß, dunkelhaarig, blaue Augen, sportlicher Typ, Bartträger. Nur noch eine Frage der Zeit, bis Captain Harold Martin höchstpersönlich hier auftaucht. Und nach Ihrem Freund, dem kleinen Blondhaarigen, hat er Sie nicht gefragt? Natürlich hat er mich nach Crash gefragt. Steht ja auch drin im Fahndungsbuch. In seiner Begleitung befindet sich ein gewisser John Barry, ehemaliger Berufs-Stuntman, 1,59 groß, blonde Haare, Sommersprossen. Auf Johnny setze ich meine letzte Hoffnung, Claudia. Wenn ihm etwas einfällt, wie seinem Romanhelden Marak, dem Schlangenmensch, in einer solch brenzligen Situation, dann wird er uns hier herausschlagen. Sag mal, Claudia, wie kamst du eigentlich in den Besitz dieses Dolches, von dem Küsnü meint, dass du ihn gestohlen hast? Könnte es sein, dass Brunner ihn dir heimlich zugesteckt hat? Was soll der für einen Grund gehabt haben, das zu tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte er dir noch mehr zugesteckt, wenn ihm die Zeit geblieben wäre. Nein, er gab mir nur den Brief. Und den werde ich, sobald ich wieder in Deutschland bin, zu dieser Adresse in Frankfurt bringen. In meinem Hotelzimmer, da war jemand. Das könnte ich beschwören. Ich habe es deutlich gespürt. Das war irgendwie ein Schatten. Ich glaube dir, Claudia. Mit den Schatten, den unsichtbaren Schatten, habe ich auch schon viel erlebt. Ich werde dir erzählen, was ich über sie weiß. Zeit genug haben wir ja. Dieses sintflutartige Unwetter passt mir genau in den Kram. Da kann man den Motorenlärm, den dieser Bagger veranstaltet, wenigstens nicht hören. Die würden sich auch wundern, warum jemand mitten in der Nacht mit dem Bagger arbeitet. Ah ja, da drüben, das muss es sein, das Gefängnis von Lamas. Das nicht beobachten konnte, zu welcher Zelle sie Ron über den Hof geführt haben. Diese zweite Zelle, die muss es sein, jetzt Crash. Vollgas! Nach unserem langen Gespräch hatte ich Claudia aufgefordert, sich noch ein paar Stunden schlafen zu legen. Ich konnte es nicht. Zu viele Gedanken schossen mir durch den Kopf und bei dem Unwetter, das draußen tobte, war ein Schlafen fast unmöglich. Ich sprang hoch an die Gitterstäbe des Fensters in der Hoffnung, dass einer darunter war, der vielleicht nicht mehr ganz fest saß. Aber es war eine trügerische Hoffnung. Fast wünschte ich mir, dass der Blitz in die Stäbe einschlug und sie glühend zusammenbrechen ließ. Aber solche Wunder kommen nur im Film und in Romanheften vor, nicht aber in der Wirklichkeit. Doch ich sah etwas anderes,
was mir die Spucke wegbleiben ließ. Da fuhr ein riesiger Schaufelbagger auf mein Gefängnis zu. Und den Mann, der dieses Gefährt steuerte, erkannte ich beim Aufzucken des nächsten Blitzes. Es war Crash. Ich konnte nur hoffen, dass Johnny nicht zu viel Schwung drauf hatte und mich mit den hereinbrechenden Steinen begrub. Aber er hatte das richtige Feeling. Ein Stuntman seines Formats wusste, worauf es ankam. Crash! Für mich bist du der Größte! Wir können aber noch nicht abhauen! Weiß ich doch, Panther! Damit sagst du mir nichts Neues! Das Ganze nochmal von vorn! Das Mädchen in der Zelle nebenan! Und dann hätte ich gern noch einen Mauerdurchbruch zum Korridor hin! Da liegt noch etwas von mir in Küsnys Büro! Das möchte ich gern mitnehmen! Beinahe hätte ich's vergessen, Panther! Der fahrbare Untersatz! So eine Flucht steht unter einer riesigen Brücke, etwa 300 Meter vom Polizeigebäude entfernt! Sieh zu, dass du in ein paar Minuten dort bist! Keine Dummheiten, Küsny. Es war schon Dummheit genug, meine PPK einfach so auf dem Bürotisch liegen zu lassen. Ihnen passiert nichts, wenn Sie sich ruhig verhalten. Kelly! Ich will gar nichts von Ihnen. Ich will nur mein Eigentum zurück. Dolch und Pistole. Meine Pistole habe ich schon. Und dieser blaue Dolch, Kommissar, ist ein besonders liebes Stück von mir. Ich kann mich nicht von ihm trennen. Er ist treu wie ein Hund, wenn man ihn entsprechend behandelt. Leider habe ich keine Zeit, Ihnen nähere Erläuterungen abzugeben. Ach, übrigens, bestellen Sie Captain Harold Martin schöne Grüße von mir, dann, wenn Sie die Handschellen, mit denen ich Sie jetzt leider fesseln muss, wieder abhaben. Wird aber auch Zeit, Ron, dass du dich endlich hier einfindest. Und wo steht nun der fahrbare Untersatz? Das ist vielleicht ein Wetter. Die Kleider kleben mir an der Haut. Und meine Haare. Ich sehe aus wie ein Besen. Du siehst ganz entzückend aus, Claudia. Und gleich sitzen wir alle drei gemütlich im trockenen Auto. Hier, bitte, Ron. Da stehen unsere Flugfahrzeuge. Gut, dass ich sie angekettet habe. Zwei Fahrräder? Und bei diesem hier fehlt im Vorderrad sogar eine Speiche. Mit der Fahrradspeiche musste ich die Raupe kurz schließen. Die von der Baufirma wollten mir nämlich den Schlüssel nicht geben. Außerdem habe ich einen Damen- und ein Herrenfahrrad erwischt, Panther. Dann nehme ich dich vor mir auf die Stange, Claudia. Klar doch. Immer hoch mit dir, Baby. Sowas macht Ron sehr gerne. Der Regen lässt nach. Wenn wir noch ein bisschen warten, können wir unsere Fahrradtour in strahlendem Sonnenschein fortsetzen. Und als besonderen Gast bei unserem Ausflug begrüßen wir dann Kommissar Küsny. Mir ist gar nicht nach Scherzen zumute. Der Regen hat zwar etwas nachgelassen, aber dafür kommt wieder Wind auf. Ich friere. Wir müssen quer durch die Stadt, Ron. Das ist der kürzeste Weg zum Meer. Du, ich komme kaum noch gegen den Wind an. Solche Sturmböen bin ich aus meiner Heimatstadt Hamburg gewöhnt. Hey, was war das? Ein Stück Papier, aber das ist der Brief, den mir Jörg Brunner zugesteckt hat. Der Brief war in Deutsch und ich ließ mir von Claudia das, was noch zu entziffern war, vorlesen. Brunner stieß bei seinem Sturz in die unterirdische Stadt der Christen auf eine winzige Dose, von der grüne Strahlen ausgingen, in denen er Szenen wahrnahm, die offensichtlich der Vergangenheit angehörten. In dem Behältnis steckte eine zerstörerische Kraft, am ehesten vergleichbar mit intensiver radioaktiver Strahlung, nur um ein Vielfaches stärker. Brunner vermutete in ihm gezähmte Strahlen aus dem Kosmos, die Fremde einst zur Erde brachten, und die Fremden wurden sogar genannt. Die Schatten.
Unter dem Einfluss der Todesstrahlen bekam Brunner alles zu sehen, was in der Vergangenheit mit dem Döschen passiert war. Es fiel ihm schwer, das Behältnis wieder zu schließen und den Entschluss zu fassen, sich an den Aufstieg zu machen. Jörg Brunner hatte die Gefahr erkannt, die dem Döschen innewohnte, und er hatte sich vorgenommen, es nicht mehr zu öffnen. Aber er war ihm bereits verfallen wie einer Droge. Immer wieder öffnete er die Dose minutenweise, um weitere Einzelheiten der alten Geschehnisse zu erfahren. Er kam noch bis an das Strandcafé, wo er Claudia kennenlernte. Und dort verzehrten ihn die Mordstrahlen, die in seinem Körper gespeichert waren. Kurz vorher hatte er noch das nur einige Millimeter hohe Kästchen zusammen mit diesem Schreiben in einen Briefumschlag gesteckt. Diesen hatte Claudia angenommen, um ihn zu der Adresse in Frankfurt zu bringen. Hier war nun das Schreiben, oder jedenfalls ein Teil davon. Wo aber war das Döschen mit den grünen Todesstrahlen? Hey, Ron! Da vorne auf dem Marktplatz, da muss der Teufel los sein. Die Menschen, die uns entgegenkommen, sie sehen so gehetzt aus, als ob sie auf der Flucht wären. Ich muss wissen, was da los ist. Hey, die junge Frau da, du sprichst doch Türkisch, Claudia. Frag sie mal, was da los ist. Grüne Mordstrahlen aus dem Brunnen am Marktplatz. Nun wissen wir, wo sich das Döschen mit den grünen Todesstrahlen befindet. Von Semra, so hieß die junge Frau, erfuhren wir auch, wie das Schächtelchen in den Brunnen gekommen war. Nereddin, ein Neffe von Osman Malüdük, hatte das Schmuckdöschen im Hause seines Onkels gefunden und an sich genommen. Am Marktbrunnen, dem Treffpunkt der jungen Leute in Lamas, hatte er Semra diese mit kleinen Edelsteinen und Perlen verzierte Schmuckdose zum Geschenk gemacht. Doch auch Ali, Nereddins Konkurrent um die Gunst Semras, war zum alten Marktbrunnen gekommen. Bei einer Rangelei, die sich zwischen den beiden entwickelte, wurde Nereddin das Döschen aus der Hand geschlagen. Es landete im Brunnen und öffnete sich. Dann prasselte ein Bündel dünner grüner Strahlen zunächst in die Tiefe, dann gegen die Seitenwände des Brunnenschachtes, brachen sich, schossen mehrfach hin und her wie Querschläger und vereinigten sich dann zu einem mächtigen Strahl, der lautlos und blitzartig in die Höhe stieg. Hoch zu den ahnungslosen Menschen dieser kleinen türkischen Stadt. Die Strahlen! Da vorne rum sehe ich die grünen Todesstrahlen. Es sieht so aus. Sie scheinen schwächer zu werden, Crash. Ja, Panther. Vielleicht hat das damit etwas zu tun, dass die Stelle um den Brunnen jetzt schon wieder ganz trocken ist. Möglich. Vielleicht hat Wasser eine verstärkende Wirkung auf die Strahlen und es wird auch gleichzeitig von den Strahlen aufgesogen. Dann sind sie jetzt nicht mehr so stark in ihrer Wirkung, die Todesstrahlen. Kümmere du dich um Claudia, Crash. Ich vertraue sie dir an. Saust runter zur Bucht, zur Hyperborea. Und du, Panther? Was ist mit dir? Ich kümmere mich um Brunners Vermächtnis. Du bist wahnsinnig. Du kommst mit. Nein, Crash. Ich komme nach. Du wirst auf der Strecke bleiben, Panther. Komm mit. Das geht nicht, Johnny. Ich muss mich darum kümmern, ehe noch mehr passiert. Ich habe den unsichtbaren Schatten den Kampf angesagt. Und das ist eine Gelegenheit zu beweisen, wie ernst es mir im Kampf gegen die unsichtbaren Schatten ist. Ich sauste los Richtung Marktplatz. Am Brunnen gab es einen Seilzug. Das Seil war oben befestigt und ich zog daran. Ich ließ es so schnell wie möglich in die Tiefe hinab und setzte mich dabei schon den Strahlen aus. Ich sah die ersten Bilder und sie faszinierten mich. Ich hatte plötzlich das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Die Strahlen lullten ein, zwangen den Betrachter diese Bilder auf
und sorgten mit tödlicher Sicherheit dafür, dass er nicht mehr von ihnen loskam. Ich brauchte einen starken Willen. Den hoffte ich aufzubringen. Ich ließ das Seil durch meine Hände gleiten und sauste so dem Boden des Brunnenschachtes entgegen. Circa 30 Meter tief hinunter. Die Bodenplatte war brottrocken. Wenn es noch Wasser hier drinnen gegeben hätte, dann wäre es mit mir aus gewesen. Da fühlte ich einige Regentropfen auf meinem Kopf. Es begann wieder zu regnen. Die rätselhafte goldene Schachtel lag etwas abseits am Rande des Brunnenbodens und sie war geöffnet wie eine Muschel. Ich ging in die Hocke, griff danach, ließ den Deckel zuschnappen. Augenblicklich war das grüne Licht der mörderischen Strahlen erloschen und die Gedanken und Bilder, die sie übermittelt hatten, aus meinem Gehirn verschwunden. Ich steckte die Schachtel in meine Hosentasche und machte mich an den Aufstieg. Jeden Moment konnten Küsny und seine Mannschaft hier auftauchen und mich oben am Brunnenrand in Empfang nehmen. Noch 5 Meter. 5 Meter bis zum Brunnenrand. Aber da, das Seil, das morsche Seil gibt nach. Und jetzt noch, das ist Küsny. Nicht durchreißen. Verdammt nochmal, 3 Meter. Das Seil, es fasert auf. Aber jetzt, da, der Brunnenrand. Ich... geschafft. Küsny, die Sirene kommt immer näher. Wo ist mein Fahrrad? Da. Nichts wie weg. Durch diese verwinkelte kleine Gasse. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich euch und das Motorboot noch am Strand erwische. Ich habe mir gedacht, etwas länger auf dich zu warten schadet nichts. Da hatte das Girl noch Zeit, seine Sachen zu packen. So ganz ohne Gepäck wollte sie die Seereise mit der Hyperborea nicht antreten. Claudias Hotel war so leer wie die Gassen. Uns ist kein Mensch begegnet. Aber ich wäre beinahe jemandem begegnet. Aber, Mr. Martin, wie sollte ich denn die Flucht von Ron Kelly verhindern? Ja, stimmt. Wenn einem die Hände mit Handschellen gefesselt sind, kann man das auch nicht. Und deshalb, um sie von ihren Handschellen zu befreien, bin ich extra in die Türkei geflogen. Er hat mir schöne Grüße für Sie aufgetragen, Mr. Martin. Die Sie mir ja nun hiermit ausgerichtet haben. Ron Kelly, ich bin mir sicher... irgendwann einmal werde ich dir diese Grüße zurückgeben. Ich verstehe von dem, was geschehen ist, nicht allzu viel, Ron. Ich habe allerdings dadurch, dass du versucht hast, es mir zu erklären, eine kleine Ahnung bekommen von den Schatten und ihren Zielen. Aber eines kann ich immer noch nicht verstehen. Wie war das mit dem Dolch, den Küsny mir unterjubeln wollte? Er wollte ihn dir nicht unterjubeln, Kleine. Er kriegte wirklich einen Hinweis darauf, davon bin ich überzeugt. Küsny war kein Helfer der Schatten, jedenfalls nicht wissentlich. Er wurde aber dazu gemacht. Das gehört zu ihrem Spiel. Die Schatten spielen gern Schicksal. Und diesmal wurdest auch du zu einem Spielzeug von ihnen. Einer von ihnen hat den Dolch in deinem Hotelzimmer versteckt. Hier spricht der Schiffskoch der Hyperborea. Das Essen ist fertig. Gut gewürzt mit Knoblauch. Der vertreibt in der Regel Vampire, aber zum Glück auch schlechte Erinnerungen. Das Döschen mit dem furchtbaren Vermächtnis der Schatten hatte ich auf der Hyperborea, unserem Schiff und unserer Insel, vergraben. Das Erlebnis mit den tödlichen grünen Strahlen lag hinter uns. Alexandria war das Ziel von Claudia gewesen und dort setzten wir sie auch nach 3 Tagen am Strand ab.
wäre gern noch länger bei dir geblieben. Das geht nicht, Claudia, mein Liebling. Crash und ich, wir müssen weiter. Ins westliche Mittelmeer, Kurs Spanien. Ich möchte dir gerne zum Abschied ein kleines Lied spielen und singen. Vielleicht verstehst du dann mich und mein ruheloses Leben, das ich so liebe, ein bisschen besser. I love adventure. I love adventure. Die ganze Welt ist mein Zuhause. I love adventure. I love adventure. Das Abenteuer lockt und schöne Frauen. Heute durch den Kongo, morgen nach Shanghai, ob Karachi, Bagdad, Rio, die unsichtbaren Schatten und die Gefahr sind überall dabei. Alle Rätsel dieser Erde liegen an verborgenen Orten. Werde ich sie jemals lösen? Wer hat sie uns hinterlassen? Waren es Fremde von den Sternen? Waren es Ahnen? Waren es Schatten, die vor endlos fernen Zeiten Rätsel dunkler Mythen schufen? Ich muss sie finden. Ich muss sie suchen. I love adventure. I love adventure. Die ganze Welt ist mein Zuhause. I love adventure. I love adventure. Das Abenteuer lockt und schöne Frauen. Das Abenteuer lockt und schöne Frauen. Unheimliche Schatten bedrohen uns, treiben uns hinein in atemberaubende Geschehnisse. Action, Abenteuer, mystische Geheimnisse. Folgen Sie mir auf meine Entdeckungsreise in die Welt des Abenteuers. Ron Kelly Nummer 13, Jagd auf den Smaragd des Unheils, erwartet Sie.